Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier auf dem Kanal. Wir spielen ein neues Horrorspiel und zwar Still Wakes the Deep. Das soll richtig gut sein. Das geht so ein bisschen in die Richtung wie von Amnesia und Co. Und die Story ist quasi so, wir haben das Jahr 1975. Wir sind auf einer Bohrinsel vor der Küste in Schottland. Sind da ein Dude, der da arbeitet und die Bohrinsel bohrt irgendwo rein, wo sie nicht reinbohren sollte und ja, dann Chaos und Horror und Tod und so weiter. Aber das soll ganz gut erzählt sein und es geht in Richtung Walking Simulator, aber das soll angeblich gar nicht so schlimm sein vom Setting her. Ich würde sagen, wir lassen uns überraschen und wir starten mal rein. Ich habe ja die ersten 20 Minuten schon mal für mich selber reingespielt, das heißt, die kenne ich schon und danach ist für mich alles neu. Das Coole bei dem ist, der englische Akzent da drin, der hat auch diesen schottischen Schlag drin. Das werdet ihr dann gleich hören. Nachdem das Laden vorbei ist. I still can't believe you went. What are you thinking? Going to that place? Wish you hadn't got yourself into this mess, but you did. You can't run forever. I know you were just trying to do right by me, so I need you to do what's right by us. Now, please, Cass. I am so tired of fighting. I just want it to be over. I want you home. The girls want you home, but if you don't deal with this, then we are done for good. I love you. Wait forever. Suze. Jesus, Suze. Girls made you a Christmas card. Ah, fuck. Merry fucking Christmas. Kaz, Roy's finishing up breakfast if you want something. I'll be there in a minute, Trots. Aye, well, didn't wait too long or someone will be off with you. Aye. All right. Okay, also irgendwas läuft in der Family schon mal nicht so gut. Weiter benutzen. Jo, da haben wir schon mal wunderbaren Was ist das? Sorry, Merry Gerald. Christmas. Oh, süß. Okay. Was auch immer das da ist, was da über der... Ist das eine heiße Schoko oder Kaffee? Das wie heiße Schoko. Warum beschwert? Okay, also unser Zimmer. Das hat schon mal schön ausgesehen. Ich glaube, wir haben hier einen kleinen Wasserschaden. Ja, tolles Wetter. Oder mal, wir liegen hier da unten. Gehen wir mal raus. Ja, damit herzlich willkommen auf der Bohrinsel. Erstmal ein bisschen umsehen. Das sieht irgendwie schöner aus hier drin. Können wir wechseln? Die Uhr funktioniert auch. Was haben wir hier? Aye, quite right, Trots. Mimo der NSOBU. An Management und Vorstand von Cadel zu handen. Mr. Rennick, Anlagenleiter bei HD. Von Lesobo Cadel Zweigstelle zu handen. MRI Campbell. Habe ich tot. Sehr geehrte Herren, die Gewerkschaft der Ölarbeiter in der Nordsee, North Sea Oil Workers Union, Zweigstelle Arbeiten, informiert sich hiermit gemäß des Trade Union und Labor Relations Act von 1974 über unsere Absicht, Arbeitskampfmaßnahmen zu ergreifen. Da ist gute Stimmung. Dies ist unsere Reaktion auf das klägliche Versäumnis, ihrerseits sich mit unseren Vertretern zusammenzusetzen, um die schwerwiegenden Sicherheitsbedenken unserer Mitglieder zu besprechen. Wir fordern Sie hiermit nachdrücklich dazu an, gemeinsam mit uns eine Lösung für unser triftigen Streitfall zu erarbeiten. Ende. Okay. Also hier schon mal gute Laune. Okay, Gebäudeplan. Das dürften die ganzen Zimmer hier sein. WC in der Mitte, Shower. Okay. Alles klar. Da ist zu. Da ist auch zu. Ja, so viel zum Wasserschaden.
Da wurde gut gewartet. Davy must have gone back on shore last night. Zigarettenpacken zurückgelassen. Moin. Alright, Kaz. I'm alright. What are you doing up there? Pipes leaking. If it's not one thing, it's the other. See this whole rig? It's a pile of shite. It's falling apart. And we've only just started drilling. Fucking Cadal. And fucking Rennick cutting corners. Aye. Speaking of, you are in the shite, wee man. Rennick got a letter this morning from the mainland and he's been up to high dough ever since. Heard he's gunning for you. Well, that's just brilliant. Christ, I need a smoke. Can't find my lighter anywhere. Take mine. I don't need it anymore, honestly. You're a fucking lifesaver. I'm going to get breakfast. All right. I'll see you for darts tonight. We'll put a wee picture of Rennick up on the board for you. Sounds like a plan. See you. Also, der Slang ist einfach schon geil. Okay, wir sehen uns nicht selber. Okay. Ich glaube, das möchte YouTube nicht sehen. Okay, da ist auch zu. Well, this is cozy. Ja. Schön eingerichtet. Bisschen festlich. Ich glaube, es ist gerade hier, naja, was haben wir denn hier? Bastards. Kurzmitteilung an das gesamte Personal in Aberdeen, an das gesamte Offshore-Personal. Aufgrund der verspäteten Lieferung durch das Bayer Ölfeld und der laufenden Streikaktionen hat der Vorstand beschlossen, für das Geschäftsjahr von 70/76 kein Weihnachtsgeld zu zahlen. Frohe Weihnachten. Ja, okay. Ich glaube, die Leute sind hier echt gut drauf. Okay, das war's hier. Tschüss. Was haben wir hier? Da haben wir hier auch den Wasserschaden. Aber die haben gesagt, die haben jetzt gerade angefangen zu bohren. Warum sieht das denn jetzt schon so scheiße aus hier? Das ist die andere Seite. Moin. Auch zu. Ja, wir sind nicht sehr viel. Ja, da geht's nicht weiter. Ja, mit Tab können wir unsere Ziele sehen. Geht zur Kantine hinunter. Geh erstmal da lang. Ich meine, noch hat der Horror nicht angefangen. Da kann ich mich ja noch ein bisschen umsehen. Aufenthaltsraum. Sogar mit einer kleinen Bar. Und der Kühlschrank ist offen. Was soll denn das? Wir haben Getränke. Ich kann nicht mehr zumachen. Was ist das? Das habe ich so jetzt auch noch nie gesehen. Okay. Wenn jemand das kennt, gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich meine, das kenne ich. Was haben wir hier? Name, Song. So eine Songwunschliste? Warum nicht? Alles voller Müll hier. Ja, kleine Fernsehlounge hier. Das passt so ein bisschen zu den 70er, 80ern hier. Was haben wir denn da? Darts Tournament. Okay. Okay. Gut, I guess, das ist alles, was wir hier sehen können. Nächste Plan hier. So, ist auch dicht und da wären wir in der Kantine. Moin. Look. There's no escaping. There's going to be a dozen mehr rigs up here by the end of next year because the pricks in Westminster want their grubby wee hands on Scotland's oil. Christ, none of this again. The bear is already down to the bare bones. And Cadal are just going to make more cuts to get other rigs on the go. If we don't take industrial action soon, this place... Oh, come on.
If we don't take industrial action soon, this place will be even more of a death trap than it already is. He's got a point though, Gibble. We're down to a skeleton crew in the pontoons and it's ropey as fuck down there. Workers of the world unite! What do you think, Kaz? I don't know. Just here to fix the lecky. What do you think will be keeping the lights on if this place falls apart? That's coal, you numpty. Okay, also wir sind der Elektriker, so wie es aussieht. Es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Hätte ich jetzt irgendwie Bock drauf. Okay, mit denen können wir auch quatschen. Hello? How you doing, boys? No bad, Kaz. Raph's here's a bit shaky, though. Gonna be the lad's first solo dive this morning. Is that right? Ah, you'll be all right, pal. Especially with the big man here looking out for you. Have you done it before? Christ, no. I'll stick to the lecky, thanks. No great in tight spaces, and it's blowing a gale out there. Really filling the lad with confidence there, Kaz. Ah, sorry, wee man. Don't worry about it. Brody's got you. Was hat der da auf dem Teller? Also ich meine, das Symbol in Tomatensauce, aber was soll das da sein? Okay. Kann ich da rein? Nein. Okay, Speiseplan. Hier kann ich nicht quatschen, aber mit dir kann ich quatschen. Enjoying your last day, McCleary. What's that supposed to mean? You've been a naughty boy, from what I've heard. Ach, geez, peace. You're not exactly an angel yourself, Adair. I'll be fine. Well, you'll not be missed. You wouldn't know a day's graft if it slapped you in the face. I'd like to see you try and do my job. You wouldn't know a spark plug from a fucking hairdryer. Watch your mouth, McCleary. Okay. Mit dem sind wir schon mal nicht so gut zusammen. Da hinten ist noch eine Tür. Ich will das noch anders ausprobieren hier. Ah, nicht mal abgeräumt. Okay, auch zu. Ja dann. Küchenchef, einmal Futter bitte. Alright, Roy. Casmill Mocker. How do? McCleary! To my office. That means no. Not as soon as you're ready. No. The sweet sound of Davy Rennick. You think it's the Paulus? Can't be surprised, Kaz. You heard from Suze? She's talking about divorce. Oh, I'm sorry, Kaz. She'll come around. Not if I get the jail, she won't. Well, maybe you could have considered that while you were battering Billy Chamberlain's head in. Cunt slagged off Suze. He had it coming. And there he is. Floats like a butterfly, stings like a bee, and swears like the devil himself. Listen, mate. Even if it is the police, maybe it's best to just go back and face it, yeah? Ach, I don't know, Roy. I'm fucking scun up with the whole thing. The Lord loves you, mate, no matter what. And I'm pretty sure Suze does too. That's all clear for you now, Roy. Lovely job, thanks, Dobby. Oh, Trot says he's left your insulin in your cabin. Oh, bless his little communist socks. Muchly appreciated. Ta. Remember, life is like football. It's not over. Until the final whistle. Aye. You're a Barnsley fan, so you're pretty much fucked from the off, right? Oh, I will see you hand for that, McCleary. Off you trot, lad, before his nibs blows a gasket. Okay. Also, wir haben ein Problem mit der Frau und wir haben irgendjemanden wohl geschlagen. Deswegen hat die Polizei uns auf den Kicker. Und die war angeblich hier. Unser Boss ist auch noch angepisst. Oh, hier kann ich rein. Moin. Ja, das sieht sehr lecker aus. Machst du da eigentlich? Ordens, wie es aussieht. Auch zu. Hallo, ich gehe da mal wieder. Ich glaube, der Bus hätte mich recht schnell gern bei sich, aber zuerst mal umgucken hier. Auch zu. Gut. Begib dich aufs Deck hinaus, ja. Einmal verlassen, dankeschön.
Oh, nach Vorschrift. Mit Helm. Okay, da mache ich schon mal ein Foto. Hallo, Foto? Gut. Also ich habe so gar keine Ahnung von Bohrinseln. Aber das sieht schon mal nach einer aus. Mit Helipad. Wo muss ich hin? Nach da unten, so wie es aussieht. Moin. Alright to get by, pal. Sorry, you have to go around, Kaz. Okay. Und das müsste der Hauptbohrturm hier da sein. So. Wenn wir sagen, da geht's nicht weiter. Halte rechte Maus gedrückt, um Leitern zu greifen und benutze dann WSD, um runterzugehen. Ach, das habe ich auch im Test gelesen. Dass die Steuerung teilweise ein bisschen komisch ist. Also man muss wirklich recht die Maustaste gedrückt halten. Hm. Wird es nochmal weiter runtergehen? So, das war der eigentliche Weg gewesen. Jetzt mag er prüfen nach da lang. Ich glaube, dass meine ganzen Pläne könnten noch wichtig werden. Moin. No, I can scalp in this hero by myself. No, we're all right. Cheers, though. Fair enough. You want to transfer here, McCleary? You'd give me less lip. No, he loves it. McCleary, my office. I don't make me ask again. In a better mood today, is he? You'll be all right, Kaz. You get used to it. We all get a turn. Try not to punch him. No promises. Okay, sein Office ist da oben. Oh Mann. I can see from here. Brow crew will love that. Renick will love it even more. You're telling him. I told him last time. Oh nice. Wir können da direkt zum Bohrer hingehen. Und die ganzen Extensions hier. Ups, Trio. Ich glaube, der hat da dezente Probleme. Alright, Roper, what's the problem? Don't usually see you down here. Ah, Trell's acting up this morning. Got the crew running around like blue-ass flies, but they cannot make head or tail of it. Is that yous behind schedule then? Oh, not yet. And not if the gods are smiling on us. So mere fucked than ever. Oh, as fucked as you by the sounds of it. Look, you better get up there. The boss man sounds raging. Ja, ich schau mal drauf. Ich glaub, kann ich runtergehen. Okay, auch zu. Moin. So, haben wir noch mal so einen Marker? Okay, noch da hinten. Stay on the path, mate. A cargo hoist will crush you if you get close. Ja, nee, keine Sorge, ich hab nicht vor, da runter zu gehen. Jesus, Scooby! Give me a heart attack. Oh, sorry, mate. Can I ask a wee favor? What do you need, Scoob? Oh, could you do me a quick fix on the crew lift fuse box while you're down there? Aye, no bother. Oh, you're a lifesaver, mate. And don't let the big man get you down, all right? Thanks, pal. Okay. I guess I'm all done. Ja, okay. So kann man die Sachen auch reparieren. Einfach eine Sicherung von irgendwo anders rausnehmen. Drücken. Alter, was hat der für ein Problem? Bin doch auf dem Weg.
immer dieser Stress hier. Winnipeg, 4 Admin Drill Ops, Admin Office 03. Okay, Administration. Gehen wir davon aus, er sitzt dort drin. Oh, da auch nicht. Da oben. Installation Manager. Well, here we fucking go. Enter! Ah, Mr. McClary. So glad you could join me and sorry to have got you out of bed. Shut the door and have a seat. I'm fine, Stander. Sit your ass in that chair, you fucking liability. But I don't... I run a tight ship. Do you understand me? A tight ship. Technically, it's no ship. Shut your gob, you Ned prick! I am sick! Sick to fucking balking of you wee gobshites messing with my operation! That chef might be a mate of yours, but he does not run things around here. I do! Do you understand me? All right, why don't you just get on with it? Don't you answer me back! You might be the height of shite on shore, McClary, but out here, I am the fucking king. Do you understand me? You bring the police to my door, to my rig. I can sort this, right? I just need time. Shut it, you clatty gobshite. I've got here's a man who can make a more positive contribution to this operation than you. Wait, I know shut it! I'm in a meeting. What? Fuck's sake, Gibbo, I don't care. We're on a schedule. It's a fucking drill. You've got a fucking drill, so drill through it. Yeah, well, Roper's a whiny old fud. He's got a problem with everything. I don't care if it feels off. Just fucking do it! And I'll come down there myself! Is that trouble with the missus? You're fired. You hear me? Fired. Come on, man. It's only a wee bit of trouble with the polish. I'm good with the lecky. I keep things running. You said it yourself. Out! Get off my rig! Aye. Alter, wie kann man das gepissen? Nur weil die Polizei mal da gewesen ist. Wegen der Schlägerei, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Aber ich gehe mal davon aus, da ist schon noch ein bisschen mehr gelaufen. Ich wette, der fliegt nach unten. Okay, was soll ich jetzt machen? Achso, steige den Hubschrauber. Ja, okay, gut, dann war ein kurzes Spiel. Ciao. Evacuation route, Helideck. Well, one more running for you, guys. Also irgendwie leckt hier das Seil. Also das Spiel an sich läuft flüssig. Okay. Dead End. Okay. Wait. Sind das echt die Movements? Vermutet man ja. Okay. Arrivals. Moin. Warte mal, da mache ich jetzt auch noch mal kurz ein Foto. Ah, jetzt fängt die Scheiße an zu dampfen. Christ, but you're a right pair. Two balls and a ball bag. Now listen, Pat. I promise I'll take care of him. I had a word with our Kieran, you remember him? He knows Billy Chamberlain from way back. Owes me a favor. Reckons he can sweeten Billy up a bit. Come on.
Have I ever let you down? Roy, you lost the cake at the wedding. Now then, that wasn't my fault. You left it on a bench at Argyle Street. Aye, you were that bloated you didn't even remember baking the cunt. Oh, my children, that was before the light of the Lord came to me. Here we fucking go. And you, Mr. McCleary, you can fuss and cuss all you like. But perhaps if you went to the Saracens a little less and the Tabernacle a little more, then perhaps you'd not be in this pickle, eh? Don't look at me. You're the one who decided to spend the next 4 months trapped on a rig with this bampot. Susan, I promise you, we will get this straightened out. I will. You'd better. Guys! Christ! He's got gold! Shit! Guys! Get his legs! We can't leave him out here! Move! Fuck! Cass! I think he's deep! We've got you, man, alright? We've got you! He's breathing, thank Christ! Cass! Wake up, Kaz. Why is he not waking up? Can you hear me? Is he going to die, Brody? Kaz? Okay, die haben uns allein gelassen, aber immerhin mit einem Heizstrahler. Okay. Ja dann. Was kann man eigentlich machen? Hier nach draußen. Cass! I need your help here! Ist da jemand drin? Hm. Ja, ich glaube, da ist jemand drinnen. Naja. So, also, bis zu diesem Punkt habe ich gespielt. Jetzt ist alles neu für mich. Alter, wir können einfach jetzt schon einfach so viel kaputt gehen. Thank Christ! You're right being up on your feet! My heat's killing me, but. Aye, aye, I think so. You got me out! Did you get Gregor? I got you, aye. I couldn't find Gregor. Fuck. I'm sorry, Kaz. Jesus. He's not the only one we lost. Oh, no! Rass is still in there! Why aren't these working? Kaz! I need you to help me! Kaz! What? Right. Aye, what do you need? The cable's stuck. Go down and release the main brake, then come back up and raise the bell. If you can get it to my level, I think I can get him out. Aye! Ja, da wird doch bestimmt nichts dabei schief gehen. Okay, wo genau? Was muss man hier machen? Disengage Windspeak at lower level, operate Wind Controller upper level. Ja, kein Stress. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird irgendwie schief gehen. What's going on, Brody? What happened? Don't know. The drill hit something. An air pocket or gas explosion, nobody knows. But whatever it was big. You were lucky, trust me. Douglas is trying to find out more. Like if the bear is even safe now. What's wrong with Rats? Warum geht der so? I don't know, alright. Decompression shouldn't be this bad. I shouldn't have let him go down there. I said I'd look after him. I'm here, Rafs. It's Brody. I'm gonna get you out. Is there anything more I can do? No, I'll get him. We need to know what's going on up top. You'll need to go through engineering. The way up is blocked from here. Where's engineering for here? I've never been doing this end before. The only way you'll get there is to go under the rig. Should be a clearer path down there. All right. I'll head down now. Ich habe so das komische Gefühl, dass er nicht mehr er selber da drin ist und du das nicht aufmachen solltest. Vor allem, weil er nicht mehr normal antwortet. Was haben wir hier? Culture Operate. Okay. An der... Ich
glaube mal hier lang. Ja, sieht gut aus. Ja, viel Spaß da hinten noch. Alter, überall da. Das ist Müll hier. Alles am Arsch. Ich schau jetzt einfach mal hier lang. Zu. Es wird vermutlich noch mal vorkommen, dass man gewisse Locations zweimal besucht. Das ist eine Vermutung, wenn der ganze Plan. Wir müssen springen auf Leertaste. Naja, ziemlich sicher hier. Ja, ich glaube, wir sollten mal zu dem Helikopter. Und hier mal ganz. Oh, das sieht irgendwie geil aus. Das gibt nochmal ein Foto. Darüber dann. Holy shit. Jetzt sehe ich es erst. Also irgendwas ist aus dem Bohr hier rausgekommen und der sieht echt schräg aus. Aber okay, gut. Oh, wir sollten hier wirklich weg. Ach, stop fast. Kommt sich kaputt. Ah doch. Alter. Jo, ach, da unten lang. Ja. Jesus. Fuck. Shit. Okay. Zu machen, bitte, danke. I guess. Geht nicht auf so Maschinen unter der Plattform. Ach nee, nicht schon wieder sowas. Right. I'm gonna hit the fucking sea again. Offen? Nein, natürlich nicht. Oh nee. Ciao, Rodibo. Shit. Oh shit, da muss man noch beides halten. Ich weiß nicht, was die gemeint haben. Alter. Der Sprung ist doch viel zu weit. Oh. Oh, fucking hell. Just get across. Gut. Oh, das müsste jetzt die Stelle sein, wo er gestanden ist. Ja, ich möchte hier nicht länger sein. Wo ist der Kerl hin? Haben wir eine Taschenlampe? Umschauen. Was ist das?
Ja, I guess nichts Gutes. Temporär. Jesus Christ. Hat er sich mal angesehen, wie der Bohrer aussieht? Ach so, oben wieder klettern. Alter, ist einfach alles am Arsch. Ich glaube, die ganze Bohrinsel kannst du gerade verschrotten und einmal neu bauen. Greifst du selber rüber? Ja, okay. Gut. Finally, something useful. Ja, Gott sei Dank. Das sieht aus wie so ein Equipment aus dem Bergwerk. Mit F. Okay. Okay. Also eine Frage. Ich weiß nicht, ob ich es herausfinden will. Wie generiert so eine Bohrinsel Strom? Macht er das selber oder gibt es eine Leitung vom Festland? Kommt wieder so langsam der Punkt, wo ich es bereue, dass ich sowas spiele. Fucking thing's locked. I guess da lang? Alter, das Ding ist so super schmal und wir passen da trotzdem rein. Habe ich jetzt ganz dezent Callisto-Protokoll-Vibes, wenn ich das hier so sehe. Oh, Jesus. Psst. Clear it. Raz, over here. Jesus, Finley. You alright? You look like you've seen a ghost. Who's making that noise? Gibbo. He's making that racket. We should be no find him, help him. No, I wouldn't recommend that. What does that mean? It means he's no alright. After that explosion, he got oil or some shite on him and just, I don't know, he freaked out, went for me. He's still out there. You mean out here, as in out here with me? Aye, that's exactly what I mean. Oh, that's just fucking brilliant. You seen anyone else? I just got here. Where are you going anyway? Back to accommodation. Listen, you'll have to get through the water tanks to get up to accommodation. And quiet like. Gotta go all the way up there. Jesus. And what about Gibble? Stay the fuck away from him. You're listening to me. It's no right, Kaz. I'm no arguing. Kaz. Be fucking careful, eh? Aye. You know. Okay, ich glaube, das wird die. Ich glaube, ich habe einen Bug gefunden. Ich glaube, das wird dann die erste Begegnung sein mit einem Gegner. Okay. Aber das machen wir nicht mehr in der Episode, das machen wir in der nächsten. Ah, ich freue mich schon nicht auf die Begegnung. Bis dahin, wünsche Spaß. Bis bald.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.